Hallihallöche, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Life is Strange Before the Storm. Ganz kurz mal räuspern. Ja, oder sogar noch besser. Einmal kurz einen Schluck Wasser. Lalalala. Mimi. Jetzt ist besser. So, wir haben ja jetzt die Taschenlampe eingesackt. Ach, hier, derzeitiges Ziel zu überprüfen. I could combine the flashlight and the nightlight to give Rachel a sick light show. Ja, das haben wir schon in der letzten Folge gehört, aber ja. Ich weiß nicht, warum sie es nochmal sagt. Wahrscheinlich sagt sie es öfter. So, Schublade haben wir hier noch. Können wir mal aufmachen. Wir sind ja hier bei Rachel, da können wir uns so ein bisschen umsehen, ne? So ein bisschen durch die privaten Sachen stöbern. I could get grades like this. I just don't want to. Ha, lauter Einser. Wahnsinn. Naja. Was haben wir noch? Laptop benutzen. Naja, warum nicht? I know something Miss Arcadia doesn't. Weird. Prescott like 50% serious. Miss Ask Miss Arcadia. Keine Ahnung, was es ist. Ist sie Miss Arcadia? Keine Ahnung. Kalender. Graffiti? Ja, auch, aber zuerst gucken wir es mal an. Rachel's always made being an A-Student seem so easy. Almost sad to see all this effort. Ja, die. Der Schulkalender, nein, wie heißt sowas? Stundenplan, der Stundenplan. Biologie, Drama, Englisch, American Experience und Latin. Voll engagiert. So, was haben wir hier? Achso, Graffiti, natürlich. I think Rachel could use another subject. But which one? Anatomie. That's the one. Where do babies come from? Show and tell. Ja, ja. Blumen. Ansehen. Hard to believe the show was only a few hours ago. Seems like everything has changed since that. You're our stunning star. Und noch irgendwas. Holen wir sie mal da raus. Ja, zumindest eine. At least she'll have something from tonight. In die Trinkflasche reingesteckt. Naja, gut, ist ja wie eine Bücher, wie eine Büchervase, wie eine Blumenvase. Hat sie hier noch was? Oh, der Hund ist ja lustig. Was haben wir denn hier ansehen? Even you, Willie, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. Oh ja. Können wir da noch was machen? Ich hab's nicht gesehen. Die gute Chloe steht ein bisschen im Bild. Nein, nur ansehen. Hier haben wir noch einen Globus, den können wir ansehen. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. Ja, tiefgründig. Eine Karte. Ansehen. I bet Rachel would rather be anywhere but here. Und was haben wir hier? Graffiti. Maybe I can make the world a less scary place. Etwas, das Rachel sagte, etwas, das ich sagte. Ich würde mal sagen, als Erinnerung, etwas, das ich sagte. Back on the train, I said... Die sieht irgendwie tot aus. Oh. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch ein Bild. I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Naja, die Rachel ist jetzt mittlerweile eine andere Rachel. Und dann reden wir noch mit ihr. Oder wir sehen sie zumindest mal. I can't imagine what Rachel is thinking right now. I want her to tell me when she's ready.
Gut, dann pimpen wir mal das Nachtlicht erstmal. Einschalten, Taschenlampe. Oh, welch ein Zufall. Passt genau. All ready for Rachel's light show. Better get her attention first. Gut, dann reden wir. Sterne? Vielleicht mal reden. Hey, Rachel. I'm glad you're here, Chloe. Of course. So, dann ist jetzt, glaube ich, mal Zeit hier für die Lichtershow. Hey, check it out. Hat sie es denn schon angemacht? Ah ja, sie hat schon angemacht. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? It reminds us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. Sterne sind blöd. Fuck the stars. We can make our own. Yeah. It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman, my real mom, she's the biggest lie of all. I can't trust any of them. Aber du kannst Chloe vertrauen. I think you're the only one in the world I can trust. Ich fühle mich geehrt, oder vielleicht... Ich würde schon mal sagen, ich fühle mich geehrt, sie kann uns schon vertrauen. I'll take it. Even if it's only by process of elimination. Good. Oh, die Arme. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. Das ist natürlich, ja. Die Frage ist, ja, kann sie sagen, dass es ihre echte Mutter ist? Also ihre echte Mutter, diese, ja, seltsame Drogenfrau. Weil macht eine Mutter nicht das aus, dass sie ihr Kind liebt? Und wenn sie ihr Kind quasi gegen, ja, Geld jeden Monat tauscht, sage ich mal, dass ihr Geld wichtiger ist als ihr Kind, als zu wissen, was los ist mit ihrer Tochter, was die so macht, wie die so in der Schule ist.
das macht einen doch, das macht eine Mutter dann nicht aus. Ich sag mal, eine Mutter macht eher das aus, dass sie da ist für jemand und dass sie jemand liebt. Also, kann man das dann überhaupt echte Mutter nennen oder wahre Mutter? Blut und ja, klar, Gene schon, aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte das. Ja, okay, es ist schon ein schwieriges Thema. Ich glaube, ich würde das vielleicht ein bisschen nüchterner sehen. Denn für mich wäre das die Mutter, die sich auch kümmert. Und das andere wäre einfach nur, weiß ich nicht. Naja, wir schauen mal weiter, wie es weitergeht. The fact that she's here right now, that she came here for me, I think I need to see her. Is that wrong? Ich weiß nicht. Boah, Leute, was soll ich denn da jetzt sagen? Nein, ich weiß nicht. Es ist falsch. Ich weiß doch auch nicht. Honestly, I have no idea what's right or wrong in this situation. I just know that whatever you decide, I'm in. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. Ich habe eine Idee, denn wir haben sie ja gesehen bei Frank aus dem Wohnmobil kommen. I think I know what to do. I'll call Frank and get him to connect us to her. You do that? I'll give it a shot. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. Das ist auch abgedeckt. Wir haben da ein Auto auf dem Schrottplatz. Don't worry. I've got that one covered too. You do? Yep. In fact, anything you could come up with, I'll handle it. I know you will. But even if we find her, how will I talk to her? What do I say? Du wirst es wissen. After my dad died, I was worried I wouldn't know how to talk to him anymore. But somehow, when we speak, I always know what to say. When you speak? In my dreams. He's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Na, sie öffnet sich. Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Right. Sehr praktisch, dass jetzt keiner der Elternteile reinplatzt. Die haben wohl doch ein bisschen Anstand. Naja gut, ist eine etwas gehobenere Familie. Ach, da träumt wieder jemand, ja? Sind sie eingeschlafen, die zwei? Thank you.
das ist ja krass. Dad, I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. War der gerade kurz David? Habe ich das richtig gesehen? Deine Erinnerung oder meine Erinnerung? Meine Erinnerung? Don't you mean my memories? I don't think you remember after you're dead. Touché. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? Okay. What's wrong? Don't you see anything? Oh, da ist es. Nichts hier. Ich würde mal sagen, doch. Fine. It's the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Die Welt ist eine Bühne. Oder voller Drama. Zufällig weiß ich das. Die Welt ist eine Bühne. Something about the whole world being a stage. So might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Nicht doch, was ist denn das für ein Traum? Mit Blut und so. Boah, die Arme, was träumt die denn immer? Oh nö. Wenn ich solche Träume hätte, um Gottes Willen, dann würde ich auch Drogen nehmen. Übel, übel. Aha, wer schiebt sich da durchs Fenster rein? Hat die keine Tür oder was? Wait. What the shit? Has someone been going through my room? Doesn't seem like Mom. She wouldn't leave a mess like this. Wait. Sah das David? Nicht vorher schon so aus? That motherfucker. Whatever.
I don't have time for this shit. I've gotta help Rachel. Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. Plus, he likes me. And he owes me one from yesterday. I can do this. Come on, dude. Pick up. Price, I got your collector's fee. Coming to get it? Hey, Frank. I was actually gonna cash in for a favor instead. What do you say? Never run out of crap, do you? What's the problem? I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? Ich helfe einer Freundin. Es würde mir sehr viel bedeuten. Ja, was nehmen wir da nur? Ich würde mal sagen, wir nehmen S. Und S steht für schnelle Folgenpause. Schnelle Folgepause, kleine Aufnahmepause machen. Ja, und zwar machen wir hier einen kleinen Cut. So. Und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Life is Strange Before the Storm. Okay, das hat sich jetzt komisch angehört. Ja, macht's mir gut, meine Freunde, bis morgen. Dann sehen wir, wie es hier weitergeht. Denn irgendwie riecht das wieder nach Ärger. Ich weiß auch nicht, wer hat das Zimmer durchwühlt? Das Zimmer sah jetzt zwar auch nicht allzu sehr anders aus als bei ihr normalerweise, als es ihr Style ist, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da ein schlechtes Gefühl. Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bis dahin, meine Freunde, macht's gut. Ciao.